وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, eine Reihe, die wir seit kurzer Zeit führen, über Herzergreifendes, die das Herz von einem Muslim erweichen lässt. Und der Muslim ist angehalten, und Allah azza wa jalla hat es ihm befohlen, dass er ein weiches Herz hat. Dieser Muslim gehorcht Allah und gehorcht seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und er übt kein Unrecht den Menschen gegenüber. Ja, er ist sogar gut zu den Menschen. Das sind die erfolgreichen Yawmul Qiyamah. Allah azza wa jal wird sie in seine gewaltigen Paradiesgärten eingehen lassen. Allahumma rzuqna al-jannah bila hisab ya rabbal alamin. Wir sind alle Muslime, walhamdulillahi rabbil alamin. Das Wichtigste aber für uns ist, liebe Geschwister, dass wir unseren Herrn Allah Azza wa Jal Subhanahu kennenlernen. Solange wir Allah nicht kennenlernen, werden wir uns falsch ihm gegenüber verhalten. Und Allah Azza wa Jal Subhanahu, er hat uns genau definiert, warum er uns erschaffen hat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Diese Dienerschaft zu Allah Azza wa Jal erfolgt nicht aufgrund deiner eigenen Vorstellung. Allah Azza wa Jal hat uns vorgeschrieben, wie er Subhanahu wa Ta'ala angebetet werden möchte. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt uns in dieser edlen Ayah, im Gesandten Allahs ist euch ein vortreffliches, ein schönes Beispiel gegeben worden. Ajaba. Du lebst heute oder versuchst so zu leben wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann kommen irregehende sogenannte Muslime, die dich dafür kritisieren, dass du das umsetzt, was Allah im Koran gesagt hat. Wer sind sie? Das sind Leute, die nicht beten. Das sind Leute, die nicht fasten. Das sind Leute, die wal'iyadu billah Zina machen, Alkohol trinken, Wettspiele spielen, und dann kommt er und sagt dir, du lebst falsch. Ajaba. Wie verwunderlich, in welcher Zeit wir leben, liebe Geschwister. Deswegen sagte Imam Ahmad, Rahmatullah alayhi, Imam al-Dunya, er sagte, ma a'jabu mimman halak, kayfa halak, walakin a'jabu mimman naja, kayfa naja. Ich wundere mich nicht über eine Person, der an den Versuchungen zugrunde geht. Und was für eine gewaltige Versuchung ist diese Dunya, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal liest im Koran, wie oft er diese Dunya erwähnt hat und wie viele Leute auf diese Dunya hereingefallen sind. Sie sind jetzt alle in ihren Gräbern und werden abgerechnet bei Allah Azza wa Jal. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Diese Dunya, viele sind da reingefallen, liebe Geschwister. Diese Dunya lieben sie so sehr. So sehr, dass sie die Akhira vergessen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Sie vergreifen sich an den billigen Gütern dieser Dunya. Sag mir bitte, was ist besonders in dieser Dunya? Was? Was ist besonders in dieser Dunya, wo du nicht etwas Besseres und Gewaltigeres in der Akhira dafür bekommst? Was? Eine Frau? Wallahi, die Frauen im Paradies sind besser. Kinder? Wallahi, du hast Knaben im Paradies. Sie wirken, als ob sie aus Perlen wären. Du hast in dieser Dunya 1, 2, 3 schöne Momente, diese Momente vergehen. Aber im Paradies lebst du für ewig glücklich. Und niemand wird dir Kummer oder Sorgen bereiten können im Paradies. Aber sie tauschen diese Dunya mit der Akhira ein, wie Allah Azza wa Jalla sagt. Sie nennen sich die Dunya und sagen, uns wird vergeben. Wallahi, wie diese Leute in der heutigen Zeit. Er macht nichts für die Religion, er lebt nicht nach seiner Religion, sogar hat er einen versteckten Hass gegenüber einem Iltisam der Praktizierung gegenüber der Religion, und dieser sagt, dieser Unverschämte
mir wird vergeben, wie Allah das im Koran definiert. Subhanallah. Wallah, er sagte, mir wird vergeben. Ich habe ein reines Herz. Ich bin ein Mu'min. Er definiert das nach seinem Verstand. Aber wer hat ihm gesagt, dass er ein Mu'min ist? Dieser hat den Koran niemals gelesen. Mu'min, Gläubiger, ist ein gewaltiges Wort, liebe Geschwister. Das ist nicht eine Person, der einfach nur über sich sagt, ich bin Mu'min. Überlege, ein Mann von den Sahaba, radiyallahu anhu, er kam nach einer Schlacht, nach dem Dschihad zum Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und er sagte zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, a'tihu min hadhihi al-ghanima, gib ihn von dieser Kriegsbeute, einem Mann, der mitgekämpft hat, beim Dschihad, dieser hat gebetet, dieser hat gefastet, dieser hat den Kampf mit dem Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, beschritten, dann sagt dieser Mann, gib ihm von der Kriegsbeute, fahuwa mu'min, er ist ein Gläubiger, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, au Muslim, oder doch nur ein Muslim. Subhan al-Malik. Wer traut sich so ein Wort Mu'min zu sagen? Dieser war ein Sahabi. Er hat mit dem Propheten Muhammad s.a.w. gebetet. Er hat mit ihm gefastet. Er hat mit ihm den Dschihad vollzogen. Und dann sagt der Prophet s.a.w., vielleicht ist er doch nur ein Muslim. Und dann kommen Leute heute heraus von unter der Erde und er will dir sagen, dass er ein Mu'min ist. Und bei Allah, er hat mit dem Islam nichts zu tun. Man soll sich schämen gegenüber Allah Azza wa Jalla. Wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennenlernen, liebe Geschwister, woher sollen wir wissen, wie wir uns ihm gegenüber verhalten? Deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, Sheikh al-Islam, er sagte, man arafa Allah ahabba, wa man ahabba ata'a. Derjenige, der Allah Azza wa Jalla kennt, so wird er ihm lieben. Bei Allah, sadaqa Sheikh. Dieser Sheikh hat völlig die Wahrheit gesprochen. Wer Allah kennt, und wir werden gleich, inshallah ta'ala, Allah etwas kennenlernen, so wird er ihm lieben. Lieben. Mit anderen Worten, wer Allah nicht kennt, wo soll seine Liebe zu Allah azza wa jalla herkommen? Und wer Allah liebt, so wird er ihm gehorchen. Subhanallah, du siehst heutzutage, wenn Kuffar miteinander leben, sie sind keine Muslime. Und die Frau sagt zu ihrem Mann, wenn du mich liebst, dann gehe nicht fremd. Aufgrund der Liebe zu ihr geht er nicht fremd. Und Allah hat mehr Anrecht auf unsere Liebe, subhanahu wa ta'ala. Sind wir nicht Muslime? Haben wir nicht La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah gesagt? Wenn wir das gesagt haben, dann werden wir jetzt geprüft auf unsere Wahrhaftigkeit hin. Es reicht nicht bei Allah Azza wa Jalla, dass du nur ein loses Lippenbekenntnis hervorbringst. Du musst dieses bestätigen, was du gegenüber Allah Azza wa Jalla versprochen hast. Und er wird dich dafür prüfen. Alif Lam Mim. Ahasib al-Nas. Ay yutraku. Ay yaqulu. Amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ الف لام ميم. Glauben die Menschen, dass wenn sie nur sagen, wir glauben, wie wir das alle bekundet haben, dass wir sie in Ruhe lassen. Dass wir ihnen den Weg zum Paradies einfach so unbeschwerlich ebnen. Glauben die Menschen, dass wir werden sie prüfen, so wie wir diejenigen, die vor ihnen waren, geprüft haben. So hat Allah gesehen, höre, wer die Wahrhaftigen und wer die Lügner sind. Allahumma ja'alna min as-sadiqin. Das ist der Grund, warum Allah Azza wa Jalla uns prüft. Und das letzte Mal haben wir sehr ausführlich, liebe Geschwister, über die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala an seine Diener gesprochen. Liebe Geschwister im Islam, jeder Muslim muss wissen, dass Allah Azza wa Jalla ihm erschaffen hat, damit er ihm dient. Und diese Dienerschaft zu ihm erfolgt nach dem Beispiel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, denn er war der Gesandte Allahs. Was sollte sonst seine Aufgabe sein, wenn er uns nicht beibringt, wie Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala angebetet werden möchte? Das heißt, mit anderen Worten, damit du weißt, wie du Allah anbetest, musst du den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seiner Sunna kennenlernen, damit du ihm Schritt für Schritt nachmachen kannst. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. So folgt ihm, dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Damit ihr rechtgeleitet sein möget.
Wenn du ihnen nicht folgst, wo soll die Rechtleitung herkommen? Die Rechtleitung kommt nur, indem du die Sunna kennenlernst. Und ich sage es dir von der Mimba des Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam, wehe dir und mir, bei Allah, wehe dir und mir, dass wir nicht unsere Religion kennenlernen. So werden wir unter den Verlierern sein. Denn wer wird Allah richtig anbeten, wie Allah subhanahu es definiert hat, wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wie er angebetet werden möchte. Und wehe dir, dass du die Dunya, die tief in deinem Herzen sitzt, über die Akhira stellst, so wirst du niemals ein Gewinner bei Allah Azza wa Jal sein. Unsere heutige Predigt, liebe Geschwister, ist über Husnul Dhann Billahi Azza wa Jal. Die gute Vermutung über unseren Schöpfer Allah Azza wa Jal. Ich habe eine Frage an dich, Udina Allahs. Warst du einmal richtig krank? Wie war deine Vermutung über Allah, nachdem du lange, lange Allah darum gebeten hast, dass er dich gesund macht, aber Allah hat dich bis jetzt nicht gesund gemacht? Wie war deine Vermutung über Allah? Wie war deine Vermutung über Allah, als ein Kind von dir gestorben ist? Wie war deine Vermutung über Allah, als du dein gesamtes Vermögen verloren hast? Wie war deine Vermutung über Allah, als du jahrelang Allah darum gebeten hast, dir eine Frau zu geben und du hast sie bis heute nicht bekommen? Eine gefährliche Sache. In der Zeit der Prüfung zeigt Allah Azza wa Jal die Herzen der Menschen, wie diese Herzen wirklich ticken. Qala al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala sagte: Istawa an-nasu fil-'afiyah fa idha nazala al-bala' tabayanu. Die Menschen sind alle gleich, solange es ihnen gut geht. Jeder sagt, Alhamdulillah, ich bin Mu'min, ich bin zufrieden mit Allah. In der Zeit, wo es ihnen gut geht, sind alle Menschen gleich. Aber wenn die Prüfung kommt, er verliert sein Kind, er verliert sein Vermögen, er bekommt nicht von der Dunya, was er begehrt, sehnsüchtig begehrt, so sagt Al-Hasan al-Basri, dann unterscheiden sich die Leute. Du siehst jemanden, der gläubig bleibt, Allahumma ja'alna minhum, und du siehst jemanden, der wal'iyadu billah sogar seine Religion verliert in diesem Zustand. Das ist der Unterschied. Und womit hat das zu tun, dass diese Leute abkehren von dem geraden Weg in der Zeit der Prüfung, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennen? Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt, inna Allah ta'ala إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Wenn Allah Menschen liebt, Allahu Akbar, was für eine Gnade ist das, wenn Allah dich liebt. Wenn Allah Menschen liebt, dann prüft er diese Menschen mit Dingen, die einem schwer fallen zu ertragen. Es kann einen geben, der hat eine Frau, sie ist eine Scheitanin in einer Menschengestalt. Und sie macht ihm das Leben sehr, sehr schwer. Eine Prüfung für ihn. Umgekehrt, eine Schwester, die tugendhaft und gläubig ist, hat einen Mann, der, wal'iyadu billah, sie eigentlich in das Höllenfeuer mit hereinnehmen möchte. Prüfung. Prüfung. Allah, wenn er Menschen liebt, dann prüft er sie. Höre zu. Entscheidende Sätze. Wer geduldig bleibt bei dieser Prüfung, so ist Allah mit ihm zufrieden. Wir haben letztes Mal darüber geredet, die Zufriedenheit bei einer Prüfung ist eine der gewaltigsten Stufen. Das ist Pflicht für dich, dass du geduldig bleibst, Sabr zeigst, auch wenn es dir schwerfällt, diese Prüfung zu ertragen. Es fällt dir schwer, diese Prüfung zu ertragen. Du möchtest sie nicht ertragen, aber du erträgst sie für Allah. So bist du geduldig und Allah ist mit dir zufrieden.
Wer die Prüfung geduldig erträgt, so ist Allah mit ihm zufrieden. Und wer die Prüfung nicht erträgt, so ist Allah zornig über ihn. Allahu Akbar. Allah hat dich nur geprüft, weil er dich liebt. Daraufhin wandelst du die Liebe von Allah zum Zorn. Subhanallah. Welcher Verstand ist dieser Verstand, o Diener Allahs? Warum hat er dich geprüft? Ich frage dich, warum hat Allah dein Geld genommen, dein Kind genommen, dich mit einer Frau geprüft? Warum? Weil er dich liebt. Daraufhin, höre am Ende des Hadithes, wer zufrieden ist, so ist Allah mit ihm zufrieden. Wer aber unzufrieden ist mit dieser Prüfung, so ist Allah zornig auf ihn. Nachdem Allah dir seine Liebe bewiesen hat, wandelst du seine Liebe in Zorn um, weil du unzufrieden bist mit dieser Prüfung. Verlierer bei Allah. Leute, die Allah Azza wa Jalla nicht kennen. Und höre diese gewaltige Überlieferung, ein Hadith Qudusi, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von seinem Herrn Allah Azza wa Jalla berichtet: Ana inda dhanni abdi bi, fa in dhanna bi khayran fala, wa in dhanna sharran fala. Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. Wenn er positiv, zuversichtlich über mich denkt, so ist das nur für ihn. Aber wenn er schlecht über mich denkt, so ist das nur zum Nachteil für ihn. Ich übersetze: Du wirst geprüft mit einer gewaltigen Prüfung. Während dieser Prüfung sagst du, Allah tut das nur, weil er mich liebt. Und es wäre schlimm, wenn ich ihm gegenüber Undankbarkeit erweise, dass ich mich nicht so verhalte, wie er es von mir möchte. Dieser denkt positiv über Allah, er weiß, er wird den Lohn dafür bekommen und das Paradies sogar für das Ertragen dieser Prüfung. Dieser hat gut über Allah gedacht, also wird Allah ihm geben, was er über ihn gedacht hat. Und der andere, als die Prüfung ihn erreicht hat, so sagt er, Allah möchte mich nur bestrafen. So ist das dann auch das, was er von Allah Azza wa Jal denkt. Er wird die Strafe von Allah bekommen. Subhanallah. Schaut, wenn wir nur Juhal sind. Schaut, wie wir das Üble machen. Wisst ihr, wer den Dajjal als erstes folgen wird? Dajjal, wal'iyadu billah. Er wird am Ende der Zeit kommen, liebe Geschwister. Wer wird ihm folgen? Dieser wird sagen, er ist ein Gott. Und er ist nichts anderes als ein erniedrigtes Geschöpf. Sogar Kafir wird zwischen seinen Augen stehen. Überlegt, was für eine Niedrigung von Allah Azza wa Jal. Die Gläubigen werden ihn erkennen. Wer wird Dajjal folgen? Ich rede mit euch über Wissen. Wann fängt ihr endlich an, eure Religion zu lernen? Die Frauen und die Johann sind die Ersten, die Dajjal folgen. Warum? Wegen der Unwissenheit. Wegen der Unwissenheit. Und ich rede nicht über die gläubigen Frauen. Weil diese Tendenz besteht. Dajjal ist eine gewaltige Fitna. Wer wird ihnen folgen? Die Wissenden? Bei Allah nein. Die Gläubigen, sie werden sehen, wie Dajjal einen Menschen in zwei Hälften spaltet. So sagt der Gläubige, das mehrt noch mehr mein Iman, dass du der Dajjal, der Verfluchte bist, und er wird noch mehr an Allah festhalten. Subhanallah. Subhanallah. Warum? Weil er Wissen hat. Ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. Wenn Allah Azza wa Jal uns dieses sagt, dann sollten wir genau hinhören. Wenn mein Diener gut über mich denkt, dann für ihn. Und wenn er schlecht über mich denkt, dann gegen ihn. In einer Überlieferung bei Sahih Muslim heißt es am Ende des Hadithes, liebe Geschwister, von Anas ibn Malik, radiyallahu anhu arda, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt, يخرج من النار أربعة. Aus dem Höllenfeuer werden vier Männer herausgenommen. Wo waren sie? Im Höllenfeuer. Muslime, Muslime. Ja, ich lasse dich nicht betrügen. Bei Allah. Und ich schwöre es von der Mimbar des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es wird Muslime geben, die müssen zuerst in das Höllenfeuer herein. Lass dich nicht täuschen. يخرج من النار أربعة. Vier Leute kommen heraus aus dem Höllenfeuer. فيعرضون على الله عز وجل. Dann werden diese vier Männer vor Allah vorgeführt. Ja Allah,
Das sind die Leute, die dieses und jenes gemacht haben. Hier sind sie, entscheide, was du mit ihnen machst. فَرُدُّوهُمْ إِلَى النَّارِ Zurück mit ihnen ins Höllenfeuer. Allah ist nicht nur barmherzig, Allah Azza wa Jal ist auch streng im Bestrafen. فَرُدُّوهُمْ إِلَى النَّارِ Bringt sie zurück in das Höllenfeuer. فَيَلْتَفِتْ أَحَدُهُمْ فَيَقُولْ So sagt einer, indem er sich umdreht zu Allah Azza wa Jal, Und er sagt, إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا O Allah, du hast mich aus diesem Höllenfeuer herausgebracht, so warf eine Vermutung, dass du mich nicht wieder zurückbringst. Es sei dir vergeben, Allah hat ihn dann in das Paradies eingelassen. Das ist die gute Vermutung über Allah Azza wa Jal. Und viele in der Zeit der Prüfung denken schlecht über Allah Azza wa Jal. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ Das war eure Meinung über Allah. Eure schlechte, üble Meinung von der Jahiliyyah über Allah, dass ihr nicht gut über ihn gedacht habt. أَرْضَاكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ So hat er euch ins Verderben gestürzt und so wurdet ihr einer der Verlierer. Was war der Grund? Ihre schlechte Meinung über Allah. Ja, Achi, du darfst niemals über Allah Azza wa Jal schlecht denken. Alles, was Allah macht, macht er mit seiner Hikma, mit seiner Weisheit. Ob du sie verstehst oder nicht, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat etwas Gutes mit den Gläubigen vor. Wisse, Allah möchte die Gläubigen nicht bestrafen. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ Was soll Allah schon mit eurer Strafe anfangen? Wenn ihr doch nur dankbar seid und gläubig seid. Was hat Allah von deiner Strafe? Was hat Allah davon, dass er dich und mich bestraft? Allah will uns nicht bestrafen. Also, was sollte dein Denken sein? Dein Denken sollte gut über Allah Azza wa Jal sein. Er will dich nicht in das Höllenfeuer hereinbringen. Allah subhanahu wa ta'ala, er besitzt die schönsten Namen, er besitzt die schönsten Eigenschaften subhanahu wa ta'ala. Seine Taten sind die vollkommenen Taten. Deine Aufgabe ist es, immer gut über Allah Azza wa Jal zu denken, selbst wenn du eine Sache nicht verstehst. Und so ist das, wie die Gelehrten es definiert haben, Sirru Sa'ada, sagen sie, das Geheimnis der Zufriedenheit, an ta'lam annaka mamlukun li hakim, dass du weißt, genau weißt, du gehörst einem Allweisen. Wer ist der Allweise? Allah Azza wa Jal. Wer ist Allah subhanahu wa ta'ala? Er hat nur Gutes mit dir vor, selbst wenn du in dieser Sache etwas Schlechtes siehst. Allah hat nur Gutes mit dir vor, selbst wenn du in dieser Sache etwas Schlechtes siehst. Höre, wie Allah Azza wa Jal uns klar macht, dass wir Juhal allesamt sind, Unwissende. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Vielleicht mögt ihr eine Sache nicht, aber sie ist gut für euch. Allahu Akbar. Und vielleicht liebt ihr aber eine Sache, sie ist aber schlecht für euch. Höre das Ende der Ayah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah weiß. Allah weiß, während ihr alle Unwissende seid. Wallahi, und ich fordere die Menschen heraus, wie viele Entscheidungen in ihrem Leben würden sie am liebsten rückgängig machen? Weil sie Juhal waren, haben sie gedacht, das ist die beste Entscheidung, wie sie sich entschieden haben. Später war es ihre schlimmste Reue. Ja, so ist das. Allah weiß am besten, was gut für dich ist und was nicht, wo die Namen ist. Und so kam Sa'd ibn Abi Waqqas in die Medina, in die Stadt Medina. Und er war a'ma, blind, liebe Geschwister. Er ist im hohen Alter blind geworden. Dann sagte man zu ihm, Anta mujabu da'wa. Du bist jemand, den Allah sein Bittgebet erhört. Du brauchst nur deine Hände hochzustrecken und Allah beantwortet dir das im selben Moment. Und so war Sa'd ibn Abi Waqqas, das war seine Stellung, liebe Geschwister. Wenn er die Hände gehoben hat, so wurde ihm geantwortet. Dieser großartige Sahabi, der Onkel vom Gesandten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Man sagte zu ihm, Anta mujabu da'wa. Du bist derjenige, dem erhört wird, wenn er Allah Azza wa Jal bittet. So frage Allah Azza wa Jal, bitte ihn, dass er dir dein Augen nicht wieder zurückbringt.
höre die Wörter von einem gewaltigen Sahabi, der unter den Paradiesbewohnern ist, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er Sa'd ibn Abi Waqqas gesehen hat, so hat er gesagt, das ist mein Onkel, zeigt mir eure Onkel. So sagte Sa'd ibn Abi Waqqas, nachdem er darauf hingewiesen wurde, dass er Allah darum bitten soll, dass er sein Auge nicht wiederbekommt. Er sagte, Qadaullahi ahabbu ilayya min basar. Die Bestimmung Allahs, dass er für mich bestimmt hat, dass ich blind bin, ist mir lieber, als dass ich sehen kann. Ich bitte euch bei Allah. Wusste er, dass er ein Diener von einem Allweisen ist, der dieser Allweise nur das Beste für jemanden möchte? Und wenn jemand blind ist, Allah prüft ihn mit Blindheit, so ist sein Lohn dafür einzig und alleine, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, das Paradies. Er bekommt nur diesen Lohn dafür, weil Allah ihm seine zwei Liebsten, seine Augen genommen hat, so ist sein Lohn nur das Paradies, liebe Geschwister. Subhanallah, wenn er geduldig bleibt. Allahumma ja'alna minas sabirin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Du wirst eine Überlieferung vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben jetzt hören. Ich möchte, dass du diese Überlieferung tief in deinem Herzen eintätowierst, o Diener Allahs. Diese Überlieferung wird dich jeden Tag begleiten. Und es ist eine Antwort auf die Fragen der Gläubigen, warum gibt Allah demjenigen und mir nicht? Warum? Warum habe ich eine Sache von Allah noch nicht bekommen, die ich so sehr von ihm begehre? Eine Überlieferung, die all diese Fragen beantwortet. Qala Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah ta'ala la yahmi 'abdahu al-mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbuh. Allah, lerne heute dein Schöpfer Allah azza wa jalla kennen. Allah subhanahu wa ta'ala, er schützt seinen gläubigen Diener. Er schützt seinen gläubigen Diener vor der Dunya. Er gibt dir nicht alles von der Dunya. Warum? Wir hören es. Allah schützt seinen gläubigen Diener vor der Dunya. Wa huwa yuhibbu, während Allah diesem Diener liebt. Subhanallah. Wie viele Leute denken, wenn sie eine Sache von der Dunya nicht bekommen, dass Allah sie hasst? Höre, Allah schützt seinen gläubigen Diener vor der Dunya, während er ihn liebt. كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. So wie ihr euren Kranken, höre zu, nicht alles zu essen und zu trinken gibt, aus Angst, dass ihm etwas passieren kann. Wenn deine Mutter zuckerkrank ist, Allahumma shfi kulla maridin muslim. Wenn deine Mutter zuckerkrank ist, o Diener Allahs, wirst du ihr alles zu essen und zu trinken geben? Du sagst mir, a'udhu billah, ich passe sehr darauf auf, was meine Mutter zu sich einnimmt, denn ich möchte nicht, dass ihr Schaden entsteht. Das bist du in der Dunya. Allah subhanah schützt seine gläubigen Diener vor der Dunya, dass er ihnen nicht alles gibt, so wie ihr euren Kranken nicht alles zu essen und zu trinken gibt, aus Angst, dass ihm etwas passieren kann. Allah gibt dir eine Sache nicht weil er geizig ist, subhanahu wa ta'ala. Nein, vielmehr schützt Allah dich vor dieser Sache, weil er weiß, du kannst nicht damit umgehen. Und wer ist der Allweise? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Weiß er denn nicht, was er erschaffen hat? Weiß Allah nicht, ob du oder ich mit einer Sache umgehen können? Weiß er das nicht? Wie viele Leute haben geheiratet, wal-iyadu billah, und sie sind gänzlich weg von der Bildfläche. Du findest sie auf keiner Landkarte mehr. Sie sind weg. Er und seine Frau, niemand weiß, wo sie sind. Sie haben praktisch nichts mehr mit dem Islam zu tun. Vorher haben sie noch praktiziert. Wie viele Leute wollten unbedingt eine Arbeit annehmen, die nicht gut war für sie. Und schaut mal, seit sie diese Arbeit angenommen haben,
sind sie alle Schritte des Übels gegangen, bis sie zum Schluss, walayadu billah, wieder mit einer Freundin in irgendeiner Wohnung leben und sogar ab und zu Alkohol trinken. Das sind Prüfungen. Allah schützt dich vor der Dunya. Er gibt dir nicht alles. Du begehrst vielleicht diese hübsche Frau, Allah gibt sie dir nicht. Oder die Frau begehrt diesen Mann, Allah gibt ihr diesen Mann nicht. Warum? Weil Allah weiß, dass diese nicht damit umgehen können. Das ist alles die Hikma von Allah Azza wa Jal. Subhan. Allah lässt manche Leute arm. Warum? Weil wenn sie Geld haben, dann werden sie die Grenzen Allahs überschreiten. Aber solange sie arm sind, sie sind verbunden mit Allah, weil sie sowieso immer in einer Situation der Notwendigkeit sind. Also ist das Erste, was sie tun, die Hände zu heben. Und Allah lässt manche reich, weil Allah weiß, dass wenn sie arm sein würden, so würden sie die Religion verlassen. Allahu Akbar. Das ist das Wissen Allahs Azza wa Jal. Willst du immer noch schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala denken? Das ist das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala, o Diener Allahs. Und niemals wirst du sehen, dass Allah einem Gläubigen etwas Schlechtes antun möchte. Bei Allah. Wenn wir etwas Schlechtes bekommen, ist das durch unsere eigenen üblen Taten. Aber Allah selber, وَمَا أَنَا بِضَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, und ich bin niemals ungerecht zu meinen Dienern. Das sind die Wörter Allahs. Aber wir sind ungerecht zu uns selber. Deswegen bekommen wir manchmal etwas, was uns nicht schmeckt, was uns nicht passt. Eine Strafe hier schon in der Dunya. Warum? Weil Allah möchte dich reinigen von dem Übel, was du gemacht hast. Und der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna azab ad-dunya ahwan min azab al-akhirah. Die Strafe in der Dunya ist leichter als die Strafe in der Akhirah. Wisse, wenn Allah dich liebt und für dich was Gutes vorbereitet hat und du Übles gemacht hast, du hast Alkohol getrunken, du hast Zina gemacht, du hast üble Taten gemacht, die Allah Azza wa Jal nicht liebt, du bist trotzdem ein Gläubiger. Allahumma thabbitna ala dinil haq. Du bist trotzdem ein Gläubiger. Wisse, Allah bestraft dich hier schon in der Dunya. Warum? Bevor er dich in der Akhira bestraft. In dieser Strafe Allahs liegt gleichzeitig eine Barmherzigkeit für dich. Er reinigt dich von den Sünden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wie viele Leute von uns wünschen sich heute zu Allah Azza wa Jal zurückzukehren? Wie viele? Nicht viele. Warum? Weil Allah Azza wa Jal über diese Diener bestens Bescheid weiß. Diese Diener kennen nicht Allah Azza wa Jal. Wallahi, viele, wenn du sie fragen würdest, wollt ihr heute sterben? Er sagt dir, ich habe noch so viel zu tun. Was ist, was du zu tun hast? Ja. Jeder Tag, den du lebst, Wallahi, ist eine weitere Fitna für dich. Vielleicht stirbst du morgen als etwas anderes, außer als Muslim. Vielleicht stirbst du morgen bei einer Fitna. Und heute wäre dein Tod besser für dich gewesen. Deswegen, lasst uns hören zum Schluss. Und das sind die Worte des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Denn das ist der gewaltigste Moment, liebe Geschwister, der Fitna. Wenn wir kurz vor dem Tod sind, so sollen wir gut von Allah Azza wa Jalla vermuten. Ganz gleich, was wir an Taten gemacht haben. Wie? So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi Azza wa Jalla. Niemand von euch soll es wagen zu sterben. Sterben werden wir alle. Aber was meint er damit? Niemand von euch soll es wagen zu sterben, außer dass er gut über Allah denkt, dass Allah Azza wa Jal dich in das Paradies eingehen lässt. Allahumma rizukna al-Jannah. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam kam einmal zu einem Schab herein. Dachala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala Schab wa huwa fil maut. Während dieser dabei war zu sterben, liebe Geschwister. Faqala lah, kayfa tajiduk. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Höre, was der junge Mann gesagt hat, der in eurem Alter war. Ein junger Mann, der kurz vor dem Tod war. Er sagte, Ya Rasulallah, Inni arujullaha azza wa jal wa akhafu dhunubi.
O Gesandter Allahs, ich sehne mich, dass Allah barmherzig mit mir sein wird, wenn ich ihm begegne. Aber gleichzeitig fürchte ich mich vor meinen Sünden, die ich allesamt gemacht habe. Und ich denke, das ist der Zustand von den meisten Leuten hier. Wie ist dein Zustand? Ich fürchte mich vor den Sünden. Wir haben alle viele Sünden, liebe Geschwister. Aber er sagte, ich hoffe auch auf die Barmherzigkeit Allahs. Höre die Antwort des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن. Niemals wird es so sein, dass diese zwei Eigenschaften, dass du die Barmherzigkeit ersehnst von Allah azza wa jall, aber gleichzeitig Angst hast vor seiner Strafe, weil du viel gesündigt hast. Niemals wird es so sein, dass diese beiden Eigenschaften im Herzen von einem gläubigen Diener sind. Illa a'tahu Allah ma yarju, außer dass Allah ihm gibt, was er begehrt von Allah azza wa jalla, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig ist. Wa amanahu mimma yakhaf, und dass Allah azza wa jalla ihm davor schützt, wovor er Angst hat. Ein Geschenk an die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bist du gläubig? Dann gehören diese Eigenschaften immer beieinander. Von der einen Seite begehrst du, dass Allah azza wa jalla dir vergibt, und auf der anderen Seite fürchtest du deine Sünden, dass Allah dich dafür bestraft. Diese beiden Eigenschaften bringen dich zum Erfolg. Wir sind Gläubige, liebe Geschwister, und das ist mein letzter Satz. Wir sind Gläubige, walhamdulillahi rabbil alamin. Wir denken nicht einfach nur gut über Allah, während wir nichts machen. Das habe ich ganz am Anfang dieser Khutbah erklärt. Sondern wir gehören zu Leuten, wir tun das Beste, was wir können, und dann vertrauen wir auf die Barmherzigkeit Allahs. Wie Mu'ad ibn Jabal im Tod lag, er sagte, als er die letzten Momente seines Lebens verbracht hat, er wusste, er wird an diesem Tag sterben. Er hatte es im Gefühl. Er sagte, Allahumma inni qad kuntu akhafu wa ana al-yawma arju. O Allah, ich habe dich in der Dunya gefürchtet. Unterstreiche das dreimal. Ich habe dich in der Dunya gefürchtet. Alles versucht zu tun, was du von mir wolltest, und alles unterlassen, was du an mir gehasst hast. Ich habe dich in der Dunya gefürchtet. Und heute, wo ich denke, dass meine Seele zu dir zurückkommt, so wünsche ich mir, dass du mir Barmherzigkeit erweist. Schaut seine letzten Worte, bevor ihm seine Seele genommen wurde. Marhaban bil Maut, marhaban. Herzlich willkommen, o Tod. Herzlich willkommen, o Tod. Wie lebt ein Diener? Nur glücklich, wenn er so lebt. Möge Allah azza wa jall uns unter den Su'ada schreiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jede Seele hier festigen bei jeder seiner Prüfung. Möge Allah azza wa jall uns die höchste Liebe nur zu Allah subhanahu wa ta'ala haben lassen. Möge Allah azza wa jall uns Schritt für Schritt den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen lassen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقوموا إلى صلاتكم.